Willkommen, lieber Sportsfreund. Heute gibt es mal ein Video, wo wir verschiedene Schaftlängen ausprobieren und für dich testen. Deinen perfekten Dartpfeil findest du auf mydartpfeil.com. Wir haben hier einmal einen Medium-Schaft und rechts einen Short-Schaft. So, die gibt es auch genauso bei uns im Shop zu kaufen. Einmal Medium-Länge, einmal S-Länge. Und wir wollen heute einfach mal herausfinden, welchen Unterschied hat man bei der Flugbahn des Dartpfeils, wenn man mit einem Medium-Schaft spielt, zu einem kurzen Schaft. Beziehungsweise wahrscheinlich wird die Änderung eher beim kurzen Schaft bemerkbar sein, weil ich spiele eigentlich immer mit Medium-Schäften. Und ich habe tatsächlich noch nicht oft mit Short-Schäften gespielt. Deswegen, wir probieren das heute mal aus. Ich habe jetzt hier ein schönes Dartpfeil-Set. Hier könnt ihr die euch auch nochmal anschauen. Sind auch alles Produkte aus unserem Shop. Die Links findet ihr unter diesem Video. Also hier zum Beispiel, das sind echt sexy Dartpfeile in meiner Meinung nach. Die sind jetzt, sage ich mal, einfach nur Testexemplare, damit wir sehen können, wie die Short-Schäfte performen. Und jetzt legen wir einfach mal los. So, wir starten mit den kurzen Schäften. Ui, das ist ungewohnt. Aber ich muss sagen, das geht eigentlich ganz gut. Wir probieren es nochmal. So ein bisschen mehr flattern tun meine Dartpfeile, habe ich so das Gefühl. Probiere ich mal die normalen Medium-Schäfte. Gut, vom Erfolg her waren die Medium-Schäfte jetzt ein bisschen besser, aber wir müssen mal, glaube ich, die Pfeile separat werfen. So, wir fangen nochmal an mit den Short-Schäften. Die Short-Schäfte machen den Anfang. Übrigens, die Barrels sind komplett identisch. Deswegen können wir diesen Test auch so machen, wie wir ihn gerade durchführen. Man kann ganz gut sehen, bei mir stecken die Short-Schäfte eher nach oben. Also ihr könnt sehen, die Short-Schäfte stecken bei mir die Pfeile generell so ein bisschen vertikaler, also quasi eher steiler nach oben. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal mit den Medium-Schäften. Und ja, man sieht schon, jetzt der eine, der ist jetzt ein bisschen steiler, aber die anderen, die liegen schon eher so ein bisschen horizontaler im Board. Wir machen nochmal einen Versuch. So, wenn wir jetzt mal wirklich das Vergleichbild mit den kurzen Schäften drüber liegen, kann man schon sehr gut sehen, die stecken tatsächlich etwas gerader im Board. Macht natürlich auch Sinn, ne? Wir haben hier mehr Gewicht und mehr Länge, das heißt, die Pfeile werden natürlich eher nach unten gezogen. Die Schwerkraft wirkt ja bei uns auf der Erde und deswegen, klar, macht es ja Sinn, der hintere Teil, wenn der länger ist, haben wir einen höheren Hebel, dadurch stecken die dann gerader im Board. Deswegen, was kann man da für Schlüsse draus ziehen? Gerade Dartspieler, die beispielsweise eher ihre Dartpfeile von unten anwerfen, also quasi, wenn der erste Dart so steckt, dann gibt es ja viele, die werfen den von unten dran. Das macht vor allem Sinn, wenn man beispielsweise Dartpfeile hat, die eher so ein bisschen ja, nach oben im Board stecken. Dann kann man den Pfeil besser von unten dran werfen. Wenn man jetzt Darts hat, die eher so ein bisschen waagrecht da drin stecken, so wie Phil Taylor ist da ein super Beispiel gewesen, der hat meistens die Dartpfeile eher von oben drauf gesetzt. Das geht dann viel besser, dass man die Pfeile einfach von oben drauf wirft. So, das ist natürlich viel schwieriger, wenn die Pfeile so stecken, dann kann man ja keinen Pfeil von oben drauf werfen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund bei der ganzen Geschichte. Deswegen, ihr müsst schon so ein bisschen gucken, was ist mein Wurfstil und was für Material brauche ich dazu. Also in dem Fall, ich bin jemand auch, der eigentlich eher die Pfeile von unten anwirft. Bei mir natürlich, die Pfeile haben jetzt auch nicht komplett waagrecht gesteckt, sondern teilweise auch eher so ein bisschen in so einem flacheren Winkel. Jetzt nicht so, aber schon eher so. Deswegen kann ich die immer noch von unten anwerfen. Natürlich wäre für mich aber jetzt der nächste logische Schritt, mal einfach auszuprobieren, öfters mit Short-Schäften zu spielen. Und vielleicht habe ich dadurch sogar noch mehr Erfolg an der Dartscheibe. Probiert es doch gerne mal aus. Ihr könnt bei uns im Shop viele verschiedene Kunststoff- und Aluminiumschäften in allen möglichen Längen finden. Die Links dazu findet ihr, wie gesagt, unter diesem Video. Gebt uns gerne ein Like, schreibt uns deine Fragen gerne unten in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Jede Woche Sonntag ein neues Video und in dem Sinne, Darts!